Wir sind auf dem Weg zu den Masai im Norden Tansanias. Nach starken Regenfällen ist die Straße auch mit Geländewagen fast nicht befahrbar. Auf keinen Fall darf der Wagen in den Graben rutschen. Wie schnell das geht, sehen wir vor uns. Der Bus ist stecken geblieben. Die Reisenden mussten hier die Nacht verbringen. Nach 9 Stunden und 400 Kilometern Fahrt sind wir mitten in der Serengeti, der Savannenlandschaft an der Grenze zu Kenia. Die Ordensschwester Lea Kavugo besucht regelmäßig entlegene Masai-Dörfer. Auf dem Weg dorthin trifft sie Frauen, die vom Holzsammeln zurückkehren. Endlich erreichen wir die Weidegebiete der Masai. Sie leben als Viehhirten. Die Rinder sind ihr wichtigster Besitz. Täglich legen die Hirten mit ihren Herden weite Strecken zurück, um Wasser zu finden und gutes Weideland. Doch lange Dürreperioden und die stetige Vergrößerung der Jagdreviere für reiche Touristen gefährden ihre Lebensgrundlage. Schwester Lea und ihre Mitschwester auf dem Weg in das Dorf Orkyu. Die Bewohner schätzen die Ordensfrauen sehr. Seit über 10 Jahren unterstützen sie die Dorfgemeinschaft. Die Schwestern wissen um die Nöte der Menschen. Oft gibt es Komplikationen bei der Geburt. Ohne Arzt in der Nähe kann es für Mutter und Kind schnell kritisch werden. Schwester Lea muss den Männern immer wieder erklären, wie wichtig es ist, ihre Frauen rechtzeitig ins Krankenhaus zu bringen. Dabei gibt es ein kirchliches Hospital in der Nähe. Das einzige Krankenhaus im Umkreis von 300 Kilometern. Viele Masai-Frauen kommen zur kostenlosen Entbindung hierher. Sie wollen kein Risiko eingehen. Sie fühlen sich hier gut aufgehoben. Durch die Aufklärung der Schwestern hat sich die Mütter- und Kindersterblichkeit deutlich verringert. Andere Traditionen sind schwerer zu überwinden. Viele Mädchen werden im Kindesalter mit viel älteren Männern verheiratet. So ist es der 13-jährigen Namanu ergangen. Sie lebt im Haus ihrer Schwiegermutter. Doch schon bald wird sie ihr eigenes Haus bauen. Jetzt lernt sie ihre Aufgaben als verheiratete Frau kennen, durch die Mutter ihres Ehemanns. Namanu zeigt Schwester Lea die Hütte ihrer Schwiegermutter. Sie ist aus Lehm und Kuhdung gebaut. 2 Bettenlager aus Kuhhaut, 1 Feuerstelle, mehr gibt es nicht in der fensterlosen Behausung. Die Frauen sind bei den Masai für die Haushaltsführung zuständig. Namanu wäre viel lieber weiter zur Schule gegangen, doch das Geld fehlte. Und so wurde sie schnellstmöglich verheiratet, wie viele Mädchen in ihrem Alter. Sie wäre gerne weiter zur Schule gegangen und Lehrerin geworden, um anderen Kindern zu helfen. Ich habe gefragt, ob ihr Vater mit den Kühen, die er besitzt, sie nicht zur Schule schicken konnte. Sie sagte, er hat nur 3 Kühe und wenige Ziegen. Das ist nicht genug. Die Mädchen sind nicht glücklich. Sie bringen Kinder zur Welt, die nicht glücklich sind. So entsteht ein System unglücklicher Menschen. Das ist sehr traurig. Eine Kuh war der Anfang. Schwester Lea schenkte sie den Müttern. Mittlerweile hat sie viele Nachkommen geboren. Die Frauen verkaufen die Milch. Auch die Herstellung von Schmuck schafft ein kleines Einkommen. So sparen sie für den Schulbesuch der Kinder. Wir respektieren die Kultur der Masai. Doch ich denke, eine Frau sollte frei entscheiden können, was sie tun möchte, was sie werden will. Um Mädchen eine Schulbildung zu ermöglichen, betreiben die Schwestern in Arusha eine weiterführende Schule mit Internat. Auch Masai-Mädchen kommen hierher. Die Ordensfrauen konnten ihre Eltern überzeugen. Für die Mädchen eröffnen sich neue Lebensperspektiven, frei von einengenden Traditionen. Doch Isina konnte nicht auf die Unterstützung ihrer Eltern zählen. Mit 13 Jahren floh sie vor der Zwangsehe. Sie erklärt, warum sie den Mann nicht heiraten wollte. Er ist 50 Jahre alt und hat 2 Frauen.
Er ist älter als ich, so alt wie mein Vater. Ich beschloss, wegzulaufen, zu den Schwestern. Sie brachten mich hierher, damit ich zur Schule gehen kann. Ihr Vater war von Isinas Flucht nicht begeistert. Ein Grund, der entgangene Brautpreis. Er muss verärgert sein, denn er bekommt jetzt keine Kühe und kein Geld. Aber das Geld wäre in ein paar Tagen ausgegeben und die Kühe sterben. Doch Bildung begleitet mich ein Leben lang. Obwohl Isina ihre Eltern jetzt seit 2 Jahren nicht mehr gesehen hat, ihren Entschluss hat sie nicht bereut. Und so schaffen es die Schwestern, den Frauen und Mädchen mehr Selbstbestimmung zu ermöglichen.